Herzlich willkommen an alle da draußen zum mittlerweile 19. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison und natürlich wie jede Woche auch zu eurem Sky Sport Fantasy Briefing. Wir bringen euch auf den neuesten Stand, wir versorgen euch mit allen Infos rund um die Bundesliga und natürlich die Fantasy-Welt. Deswegen starten wir auch heute direkt mal rein. Wir werfen einen ganz kurzen Blick auf den letzten Spieltag, haben da natürlich mitbekommen, alle fragen sich, was ist bei den Bayern los? Alle fragen sich, ist Leverkusen vielleicht das neue Bayern, so wie die dieses Jahr auftrumpfen? Und bei den Leverkusenern landen wir auch später direkt mit unserem ersten Topic. Wir sprechen nämlich heute zum einen über die Fantasy News of the Week, werden dann natürlich durch unsere Startbank Nextrielle zusammengehen, bevor wir dann im Anschluss noch so ein bisschen ein größeres Augenmerk auf die Bundesliga-Konferenz am Samstag werfen und unseren MVP fürs kommende Wochenende predikten. Von daher würde ich sagen, gar nicht lang schnacken. Wir starten rein mit den besagten Fantasy News of the Week. Die Fantasy News of the Week, ich habe es eben kurz angeteasert, drehen sich in dieser Woche natürlich um Bayer Leverkusen. Denn da merkt man mittlerweile die Afrika-Cup-Fahrer, die Verletzungen, die Sperren. Letzte Woche hat es jetzt Jonathan Tah getroffen, der spielt zuvor natürlich geschont wurde, um gegen die Leipziger ranzudürfen. Da gab es dann den 5. gelben Karton, der fehlt deswegen in dieser Woche. Und zusätzlich seht ihr hier die Bilder von Ezequiel Palacios. Ganz, ganz wichtiger Spieler im Moment im Leverkusener System. Auch er wird am Wochenende fehlen, wird, Zitat, bis lange in den Februar hinein fehlen. Dürften also 3, 4, 5 Spieltage werden und da muss Trainer Xabi Alonso jetzt mal wirklich zusehen, da auf jeden Fall was Gescheites auf den Platz zu zaubern. Am Wochenende ist es natürlich umso interessanter, dadurch, dass wie gesagt Tah ersetzt werden muss, Andrich aller Voraussicht nach wahrscheinlich in die Innenverteidigung rotiert und dann natürlich die Optionen knapp werden im Zentrum. Wir haben einen Grimaldo, der das zeitweise mal erledigt hat. Wir haben einen Hofmann, der natürlich so polyvalent, würde Lucien Favre jetzt sagen, ist, dass er das auch ausfüllen könnte. Wir hätten die jungen Wilden um Bamba, Puerta in zweiter Reihe. Deswegen auf jeden Fall unsere Order an euch schon fast fürs Wochenende. Werft auf jeden Fall einen Blick auf die zweite Reihe der Leverkusener. Da könnte auf jeden Fall ein Schnapper zu holen sein. Und dann ist für die nächsten Wochen natürlich klar, Andrich sollte als Routinier seinen Platz im Zentrum sicher haben, sollte da auf viele Minuten kommen und deswegen auch er auf jeden Fall einen Pick wert im Moment. Also, so viel zu unseren Fantasy News of the Week und ich würde behaupten, wir gehen direkt weiter zu Startbank Next. Und da sehen wir hier auch schon unser erstes Triell, wahrscheinlich die Big Boys der heutigen Episode, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Jule Brandt, den Dortmunder. Natürlich alles Spieler, die wirklich vor Potenzial strotzen, die immer mal wieder einen 200-300-Punkte-Spieltag einstreuen. Und das ist im Fantasy-Umfeld natürlich ein richtiges Brett, so brauchen wir euch nicht mehr erzählen hier an der Stelle. Fürs Wochenende ist es natürlich auch so, dass alle drei als Favoriten in die Partien gehen. Wir haben Jamal Musiala mit den Bayern in Augsburg nach dem Nachholspiel am Mittwochabend, was zur Zeit dieser Aufnahme noch nicht gespielt ist. Deswegen müssen wir uns da so ein bisschen aus dem Fenster lehnen, so ein bisschen predikten, was heute Abend noch passieren könnte. An zweiter Stelle haben wir Florian Wirtz gegen Gladbach, so ein bisschen mit Derby-Charakter auf jeden Fall in dieser Partie. Und wir haben als dritten Spieler, wie gesagt, Julian Brandt gegen den VfL Bochum. Erstes Heimspiel im neuen Jahr für die Dortmunder. In der Rückrunde sind sie bislang das punktebeste Fantasy-Team. Und trotzdem muss ich sagen, für mich ist Brandt an dieser Stelle nur dritte Wahl. Er ist zuletzt, wenn man sich die Punkte anschaut, auch wirklich oft nur über seine Scorer gekommen, hat oft wirklich von guten Teampunkten profitiert. Ohne die Scorer hätte es da oft dünn ausgesehen. Und anders sehe ich die Chancen am Wochenende bei Musiala und Wirtz. Wirtz sowieso jemand, der eigentlich kaum aufgehört hat, mal zu punkten, kaum mal ein Spiel dabei hat, wo man sagt, ah, okay, da fehlt jetzt ein bisschen an Spielwitz. Der liefert durch und durch, kriegt hin und wieder mal seine wohlverdienten Pausen von Xabi Alonso. Wir denken aber, dass er am Wochenende auf jeden Fall in der Startelf auflaufen wird, macht wieder seine solide Partie, macht wieder gute Punkte und hat im Heimspiel gegen Gladbach trotz kleinem Derby-Charakter für uns das höchste Potenzial, auf jeden Fall richtig Punkte zu machen. Deswegen wird's meine Nummer 1 in diesem Triell. Musiala kommt dann auf der Bank mit und Julian Brandt muss leider weichen. Wir machen weiter mit unserem zweiten Duell, bleiben aber am Ende des Tages eigentlich bei genau denselben Teams. Wir haben wieder einen Leverkusener, wieder einen Münchner und wieder einen Dortmunder. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, diesmal wird die Reihenfolge zumindest teamtechnisch ein bisschen anders aussehen. Wir haben Leimer in Augsburg, hat zuletzt ein sehr, sehr gutes Spiel, zumindest punktetechnisch gemacht, gegen die Werderaner, wo Bayern dann die 1-0-Niederlage einstecken musste. Ist natürlich jemand, der eigentlich nicht so die krass vielen Ballaktionen hat, der nicht so das Spiel der Bayern führt, hat da viel davon profitiert, dass der Ball natürlich in der gegnerischen Hälfte so ein bisschen im Handballstil da hin und her geschoben wurde. Deswegen erwarten wir, dass er jetzt als einziger Spieler in einem Auswärtsspiel gegen sehr, sehr unangenehme Augsburger, das hat vor allem die Historie auch gegen die Münchner Bayern gezeigt,
ein bisschen weniger Punkte einheimsen dürfte als eben die anderen beiden Kandidaten. Das sind nämlich Piero Hinkapier, wird wahrscheinlich die linke Innenverteidigerposition bei den Leverkusern wieder bekleiden, und Ian Marzen für den BVB. Der hat natürlich 2 Spiele hingelegt, das war unglaublich. Der ist in der Liga angekommen, spielt für den BVB, als wäre er irgendwie seit 2 Jahren da, hätte da genau gewusst, was für Wege machen seine Mitspieler, was für Pässe wollen die Jungs, wo ziehe ich vielleicht auch einfach mal ab, wo halte ich mal drauf und wo lasse ich vielleicht mal lieber den Schlappen weg. 2 unglaublich gute Spiele gemacht, den ersten Scorer per Traumpass auf Donny Malen auch schon letzte Woche gesammelt. Und deswegen, alleine schon aufgrund des Momentums plus dem ersten Heimspiel des Jahres gegen den VfL Bochum, sehe ich Marzen hier in der Pole Position. Marzen, mein Mann für dieses Wochenende. Piero Hinkapier hat mit Sicherheit, auch mit super solider Upside. Wie gesagt, könnte der Derby-Charakter, den ich eben genannt habe, so ein bisschen gefährlich sein. Deswegen hier ein kleines Stückchen hinter Marzen anzusiedeln und Leimer muss leider weichen. Triell Nummer 3, und da gehen wir vom Budget her so ein bisschen weiter runter. Wir haben hier Kevin Akpoguma von der TSG Hoffenheim, wir haben Rogerio, den Linksverteidiger der Wölfe, und wir haben Jan Thielmann. Interessanter Fakt übrigens, Thielmann am vergangenen Wochenende bei der 4:0-Klatsche gegen den BVB mit 5 abgegebenen Torschüssen, das ist ganz, also ligaweit eigentlich immer schon ein Topwert, gerade in so einer Partie, wo du am Ende ohne Teamtor rausgehst, natürlich ein Stück weit ärgerlich, auf der anderen Seite zeigt es, die Kölner sind weiter hungrig, trotz vieler Personalprobleme versuchen die sich da auf jeden Fall so ein bisschen ja, ranzuhalten, versuchen die Pünktchen einzusammeln, wo es geht. Gegen die Dortmunder hat es nicht geklappt. Jetzt am Wochenende in Wolfsburg soll es besser laufen. Allein die Torschüsse von Thielmann letzte Woche haben gezeigt, da ist vielleicht was drin, da könnte auch mal ein Scorer bei rumkommen. Und deswegen sehe ich Thielmann auch zumindest mal vor Kevin Akpoguma. Der wird am Wochenende starten, ist wahrscheinlich in den Fantasy-Managern dieser Welt einer der günstigsten Starter fürs Wochenende, dadurch, dass er zuletzt nicht unbedingt die große Rolle gespielt hat, aber eben Kabak jetzt die 5. gelbe Karte bekommen hat. Akpoguma dadurch dürfte in die Startelf gespielt werden. Trotzdem, Auswärtsspiel in Bremen, gerade gegen den Bayern-Bezwinger der letzten Woche, dürfte das ein gefährliches Pflaster sein. Die kommen auf jeden Fall mit Rückenwind. Deswegen würde ich von Akpoguma absehen und würde dann unsere Nummer 3, Rogerio, eben gegen die Kölner, wo ich gesagt habe, den Jungs ist auf jeden Fall nichts abzusprechen, was den Wille angeht. Trotzdem muss man so ehrlich sein, im Moment scheint das nicht, ja, vielleicht sogar gar nicht so ganz Bundesliga-tauglich zu sein. Gerade die Offensive lässt Tore vermissen und da könnte auf jeden Fall mal eine zu Null für die Wölfe und dann natürlich auch ordentlich Bonuspunkte für Rogerio Barren kommen. Nach unseren Triellen machen wir an dieser Stelle weiter und machen es ein bisschen anders als in den letzten Wochen. Normalerweise sprechen wir hier über die Top 11, die es am Wochenende reißen könnte für euch da draußen. Jetzt haben wir ein bisschen den Fokus auf die Konferenz am Samstag gelegt. Die kommentieren wir übrigens auch wieder ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 7. Wenn ihr da Bock habt, also gerne einschalten. Ich mache jetzt aber auf jeden Fall inhaltlich erstmal weiter. Und da sehen wir hier schon das Tor des Spiels für die Wölfe zumindest am letzten Spieltag durch Vaslav Černý. In der Winterpause hat Niko Kovac ein neues Spielsystem implementiert. Mittlerweile ist es die Viererkette bei den Wölfen und das hat zur Folge, dass vor allem auch die vorderen Spieler mehr jetzt wirklich als Flügelspieler eingesetzt werden. Paradebeispiel dafür an der Stelle dann Vaslav Černý, der in beiden Spielen starten durfte, bei beiden Spielen, die beide 1:1 unentschieden endeten, jeweils den einzigen Treffer der Wolfsburger erzielte. Das ist also ein Spieler, den sehen wir auf jeden Fall in der Startelf und gerade in der Partie am Wochenende, wenn es dann am Ende des Tages zu Hause gegen Köln geht, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist da auf jeden Fall die Team-Upside gegeben. Černý als Goalscorer der letzten Wochen auf jeden Fall einer, den man da im Blick haben sollte. Nummer 2, die wir für die Konferenz am Wochenende im Blick behalten wollen oder die ihr vielmehr im Blick behalten solltet, ist Anton Stach. Anton Stach in den letzten Spielen, ja, mit den Hoffenheimern oft sieglos gewesen, die letzten 3 Partien allesamt nicht gewonnen, ein Pünktchen ist gerade mal bei rumgekommen. Wenn man sich dann aber seine Punkte anschaut, dann ist das immer solide. Der hat immer über 70 Punkte in den Partien gesammelt, teilweise schon knapp an den 100 gekratzt und selbst wenn das Team gewinnt, die Bonuspunkte da sind, vielleicht ein Scorer dabei ist, vielleicht die zu Null Boni, die weiße Weste dabei ist, dann spricht man schon davon, dass 100 Punkte sehr, sehr solide sind. Wenn wir dann also damit rechnen, dass vielleicht am Wochenende für die Hoffenheimer gegen Heidenheim zu Hause ein bisschen mehr als 1 oder vielleicht sogar wieder 0 Pünktchen drin sein könnten, dann sollte man auch Anton Stach auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Gerade mit Scorer oder Teamsieg dürfte da richtig was bei rumkommen am Wochenende. Last but not least, unsere Nummer 3 dann, Lukas Kübler. In der Hinrunde, beziehungsweise in der Rückrunde, ein Hinrundenspiel war es ja noch, dann das erste Rückrundenspiel, bislang noch keinen Startelf-Einsatz nach der Winterpause bekommen.
jetzt ist auch bei den Freiburgern das Problem. Ein Manuel Gulde, der im Prinzip schon der Ersatz für die Innenverteidigung war, 5. gelbe Karte plus gelb-rote am Wochenende kassiert, dadurch auf jeden Fall diese Woche gesperrt. Cedilia wird wahrscheinlich derjenige sein, der dann die Innenverteidigerposition besetzt. Dadurch wird der Außenverteidiger-Spot frei. Man hat kürzlich auch Attila Schalay als Ersatz verpflichtet, der eventuell direkt reingeworfen werden könnte. Wir glauben ehrlicherweise daran, dass Kübler die Chance wieder bekommt, von Anfang an ran darf und dann natürlich auch mit dem Marktwert durch die letzten beiden Spiele, wo es nicht allzu viele Spielminuten gab, jemand ist, wo man sagen kann, den könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Selbst wenn die Punkte nicht überragend werden, ist das eine gute Wahl und wenn es mehr wird, dann umso besser natürlich für euch. Also, den Spieltag haben wir, glaube ich, ganz gut uns angeschaut. Es war schon von einigen Spielern die Rede, von einigen, wo ich sagen würde, lasst die Finger von einigen, wo ich sagen würde, das sind die Jungs, die ihr am Wochenende in eurer Truppe braucht. Und zum Abschluss gibt es natürlich wie jede Woche noch unseren MVP-Tipp. Wir haben angefangen mit Leverkusen, wir enden mit den Leverkusenern und in persona mit Alejandro Grimaldo. Wahrscheinlich zumindest einer der Männer der Stunde bei den Leverkusenern, beziehungsweise mehr eigentlich schon der Mann der Saison. Unglaublich viele Scorer gesammelt, gerade für die Linksverteidigerposition sehr, sehr untypisch, wie viel der ins Spiel eingebunden ist, wie viele Abschlüsse der bekommt und vor allem auch wie viele Hütten der macht. Das ist unglaublich. Und Grimaldo sehen wir am Wochenende auch als jemanden, der auf jeden Fall Richtung 200, 300, 400 Punkte unterwegs sein könnte. Dafür braucht es natürlich den Scorer. Aber wir haben eben auch erfahren, Palacios am Wochenende raus, da wird eine Personalhochrate stattfinden, da wird ein Andrich wahrscheinlich hinten reinrücken. Und das Szenario besteht eben, dass Grimaldo auch auf der 6 zum Einsatz kommen könnte. Auf der Linksverteidigerposition ist er eigentlich sowieso schon immer so ein bisschen ja, der Zehner im falschen Körper oder vielmehr auf der falschen Position. Wenn er jetzt noch im Zentrum ran darf, wo normalerweise Xhaka und Palacios ja, die Fäden ziehen im Leverkusener Spiel, die Punkte ohne Ende da sammeln, dann könnte Grimaldo jemand sein, wo wir sagen, der profitiert vielleicht sogar davon, dass er im Zentrum eingesetzt wird. Auch auf der linken Seite natürlich jemand, der immer komplett ausrasten kann, was die Punkte angeht. Und deswegen Alejandro Grimaldo, unser MVP-Tipp fürs kommende Wochenende. Also Sky Sport Fantasy, euer Briefing vor dem Spieltag am Wochenende. Haben wir damit im Prinzip auch abgearbeitet. Wir hoffen, euch damit natürlich zu Genüge geholfen zu haben. Wir hoffen, euch damit gut informiert in den Spieltag zu schicken. Und merkt euch, Leverkusener für die nächsten Wochen auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Auch die Leute aus zweiter Reihe, denn so wie die dieses Jahr performen, kann nicht nur Grimaldo MVP werden, kann auch jeder Spieler, der da eigentlich als Rotationsspieler gilt, sowohl von der Bank als auch demnächst vielleicht in der Startelf richtig, richtig gute Punkte machen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, euch fürs Wochenende wirklich viele Punkte zu wünschen. Habt Spaß mit der Bundesliga, verfolgt die Spiele, habt viele Punkte hoffentlich in eurer Truppe und ich gönne euch oder ich wünsche euch den Spieltagssieg, bevor wir uns dann nächste Woche hier in alter Frische wiedersehen.